Sicher der Absturzstelle. Misari war jünger als ich heute bin, als ihre Heimat zerstört und ihr alles genommen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Die Kinder sind müde und hungrig. Wir müssen oft anhalten. Ich habe ihnen alle winzigen Reste gegeben, die ich vor der Flucht aufsammeln konnte. Ich sage ihnen, dass am Ziel der Reise Essen und Wasser im Überfluss warten. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Das Ziel. Wenn wir es hier rausschaffen, wenn wir überleben, dürfen sie für den Rest ihres Lebens essen, was sie wollen. Überall sind dieselben Worte an die Wände gesprüht. Überall, wo man hingeht, sieht man sie. Überall dasselbe. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wer es macht. Oder warum. Nur zwei Worte. Immer dieselben. Stahl lebt. Stahl lebt.